im Jahr 2001, nachdem ich 20 Jahre in Münster gelebt hatte und auch dort wirklich gute Freunde hatte, bin ich nach Berlin zurückgekommen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich müsste wieder in meine Heimat zurück. Und da habe ich angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen. Aber ich hatte immer noch große Angst, zum Beispiel nach Plötzensee zu der Hinrichtungsstätte zu gehen, weil ich mir das als ganz schrecklich vorgestellt habe. Und dann im Jahr 2003 hat dann also ich habe einen leiblichen Sohn, der wohnt in Hamburg, und einen Adoptivsohn, der wohnt hier in Berlin. Der hat mich nicht überredet, aber der hat mir seine Begleitung angeboten. Und da sind wir dann auch wirklich nach Plötzensee gefahren. Und ich merkte, dass das mich erleichtert hat. Aber ich hatte immer noch keine Ahnung, wo sie eigentlich begraben wäre. Und dann habe ich erst ein Jahr später, glaube ich, nee, ich weiß nicht mehr, wann ich es erfahren habe oder war es früher. Jedenfalls habe ich auf einer Konferenz zur Roten Kapelle erfahren, dass die Leichen überhaupt nicht den Verwandten übergeben worden sind. Dass das der Herr Röder, der Vorsitzende des Militärgerichts war, der war wohl Oberrichter oder sowas, der hat als Schulze Boysens Verwandte sagten, sie wollten noch wenigstens den Leichnam ihres Bruders Sohns haben. Da hat er gesagt, wir schaffen doch keine Märtyrer. Also da habe ich dann erst erfahren, dass die Körper an die Anatomie der heutigen Humboldt-Universität übergeben wurden. Und meine Tante, die Schwester meines Vaters, zu der ich dann inzwischen auch Verbindung hatte, weil sie hier in Berlin lebte, die hat mir dann erzählt, dass ein Bekannter aus ihrem Freundeskreis 1943 im Frühjahr, also meine Mutter ist am 13. Mai hingerichtet worden, dass er mal ganz entsetzt kam und sagte: Inge, stell dir vor, ich habe Erikas Kopf in der Anatomie gehabt. Und das war für mich wirklich ganz, ganz schrecklich. Also, das war so ein richtiger schlimmer Schock. Da habe ich auch einen Hörsturz bekommen und seitdem höre ich eben auf dem linken Ohr auch nicht mehr gut. Das war für mich also ganz schrecklich, weil ich nun auch wirklich nicht keinen Ort hatte. Also dieses Plätzensee, wir haben zwar Blumen mitgenommen und eine Kerze und ich hatte auch ein Bild von ihr und mir. Und das ist auch so komisch, ich wollte das Bild so, wollte die Blumen hinlegen und in dem Moment fiel das Bild auf die Blumen. Das war mir so irgendwie so symptomatisch, ja. Aber ich habe mich dann mit Hilfe des Kulturamts Schöneberg-Tempelhof dann bemüht um einen Stolperstein. Und das ist dann auch 2006 passiert. Und das war für mich wirklich so, ja, wirklich, als wenn sie ein Schloss aufschließen. Als wir da standen, der Hans Koppi hat dann eine Rede gehalten, der ja beide Eltern verloren hat in der Roten Kapelle. Und die Eltern waren auch mit meiner Mutter gut bekannt. Und eine Grünen-Abgeordnete hat auch was dazu gesprochen. Und ich habe halt den letzten Brief meiner Mutter an mich, den ich nun inzwischen bekommen hatte.